Ja, Raimund, nur erzähl doch mal, wo fahren wir denn heute hin? Ja, wir fahren heute nach Radewitz, mein Freund. Zum Stoppelkreuz. Das würde ich mit auch. Mit so ein paar Kawasaki und KT. Ja, aber ich denke mal, es wird jetzt lustig werden. Wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde Fahrt vor uns. Halbe, dreiviertel Stunde. Und ja, dann werden wir da erstmal schön ausladen, schön was fressen, die anderen Leute angucken, wer da so alles rumrennt. Und auf jeden Fall werden wir da uns alle gegenseitig in Form machen. Ja. Vor uns fährt zum Beispiel der Kawasaki und KTM Transporter, die Zitrone. Man muss mal nebenbei anmerken, dass das Ding qualmt wie eine Dampflok. Wenn Ulrich auf Gas treten tut, ja. Die denken auch, die haben den schnellsten Transporter von allen, aber so ist das ja nicht. Stoppelkreuz? Wolf? Fahren wir denn bis vor jetzt hier vor? Warte, ich bin am Ausrasten. Der Choleriker ist schon mal am Ausrasten hier, Kawasaki-Fahrer. Wie ist denn eigentlich Ihr Name? Erzählen Sie doch mal bitte. Stellen Sie sich doch mal vor. Was machen Sie heute hier? Ja, bitte, ich höre. Das war jetzt eine Frage. Wir wollen das Zelt auf Wiesnacht nehmen. Ich nehme die Hände aus den Taschen. Nico! Warum schaust du eigentlich immer durch? 300 PS sind da. Oh, wie viel? 300. Also wenn ich mir die ganze Sache hier so angucke. Mit dem hier weiter hinter oder was? Also professionell ist das auf jeden Fall nicht. Jeder versucht sich hier in Form zu machen. Jetzt machen wir hier mal eine kurze Streckenbegehung. Ich denke mal. Ich würde das als den gefährlichsten Punkt der Strecke einstufen, weil man sieht ja hier die Anfahrt in eine sehr enge S-Kurve, dann geht es nochmal ein Stück geradeaus, wie man sieht, und dann hier scharfe Rechtskurve und bestimmt 85% Steigung nach oben. Also da muss man vielleicht am Herzen bleiben. Auf jeden Fall. Hast du da vorne so die Seier? Auch direkt los. Was ist denn da vorne? Wird man ja später sehen, nicht? Tja, Martin. Jetzt wird's ernst. Heute Training. Mr. Bombastic. We are the Bombastic Romantic Fantastic Lover. Shaggy. Mr. Lover Lover. Thank you.
So, Leute, das erste Training ist vorbei und jetzt kommen wir mal zur Tagesauswertung vom Training. Mal gucken, was die anderen so erzählen. Die Training war gut, einmal hingefallen. Okay. Und ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung. Das ist schön. Das ist schön. So, Hotte, jetzt erzähl du mir doch mal, wie war das Training heute? War ganz in Ordnung, außer dass ich zweimal geflogen bin. Okay. Einmal mit Fremdverschilderung. Wie ist es dazu gekommen? Ach, der ist mir in die Seite gefahren. Ach so. Das ist natürlich scheiße. Wollen wir den. Ja, mit Absicht ist er, hat er das bestimmt gemacht. Wahrscheinlich, ja, der ist nicht mehr hier. Der ist abgehauen. Schokodio? Dann kann er auch von Glück reden, dass er nicht mehr hier ist. Verdammte Scheiße. So, Martin, jetzt sag du mir doch mal, wie war dein Training heute? Ganz gut. Dein Fazit. Ja. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Da fragen wir doch mal erstmal so jetzt. Nicht ganz. Nicht ganz, okay. Die Kurven sind scheiße. Zu dir kommen wir gleich noch, Ulrich. Die Kurven sind scheiße. Ja. Ich bin richtig an die hier. Ja. Hat meine Sonnenbrille verbogen, wenn ich fragen darf? Naja, aber also, ansonsten, ja. Nicer Track. Ja, ja. Ja, ist echt schwierig zu fahren, da muss ich Martin heute recht geben. Wir haben alles zu tun. Aber ich denke mal, es wäre gut. So. Oh, hier. Mit sexy freien Oberkörper. Ja, sexy. So, Herr Lehmann, Ulrich Lehmann ist das ja. Jetzt sag doch mal dein Fazit heute. Ja, bisschen rutschig. Ja. Noch keine rechten Spuren. Okay. Ansonsten relativ okay. Und so bist du mit deiner Leistung zufrieden heute? Ja, nicht alles gegeben. Ja, ja. Morgen gibt es ein bisschen mehr. Bist du schon aufgeregt vom Morgen, vom Rennen oder? Nee, es geht. Jetzt macht halt das Bier. Okay, gut. Ja. Wer fehlt denn jetzt noch? Berger. Jetzt gehen wir mal zu Sven Berger, wenn wir den finden, den Sack. Herr Berger, nun kommen Sie doch mal her. Bist du eigentlich ein bisschen gay? Du machst jetzt ein Interview hier mit mir? Wir waren schon alle dran, jetzt bist du dran. Ja, dann frag mich mal was. So, wie war dein Training heute? Wie bist du mit deiner Leistung zufrieden? War es gut oder eher schlecht? Ja, oder? Ausbaufähig, sagen wir es mal so. Okay. Ja, morgen wird dann alles gegeben. War es schwierig zu fahren, oder? Bisschen. Alter, zieht euch mal die verdammte Scheißerin. Sieht das nicht vorne aus? Ohne Scheiß. So Jungs, wie soll heute Abend der heutige Abend noch aussehen? Voll lösig. Wer, ist heute alles, nicht gut, wer will heute alles besoffen sein? Der meldet sich jetzt mal. Porsche. Ja, ich will mal die ganzen Schwuppen hier, Junge. Stellt euch doch mal alle hin. Ulrich, mit in der Reihe bitte. Ja, aber er macht wohl so eine Instagram-Story machen. Sagt mal irgendwas. Tschüss. Ausblick. Tja, ich sag mal, heute haben wir noch eine schöne volle Kiste, eine halbe volle Kistennebel, ja, denke ich mal. Eine Viertel. Viertel. Ey, ihr macht gerade ganz schön 20 plus 2 nach, falls ihr das Video dann am nächsten Tag einblenden wollt, ja. Kannst du nicht mal raushalten? Wir machen ein Interview. Na? Also, wir haben heute noch eine viertelvolle Kiste. Wir haben heute noch eine viertelvolle Kistennebel. Die trinken wir auch aus. Und danach gucken wir mal, was wir weitermachen. Mal gucken, was da geht. Da du ja mein direkter Bettnachbar bist, kannst du dich schon mal freuen heute. Okay. Ja. Tür auf, Tür zu. Die ganze Nacht. Und dann. So hier. Du riech dich mal nicht auf. Das war's jetzt von meiner Seite. Ey, Rest Licht. Voll länger, Alter. Guck mal, der Arm wird lang. Herr Raimund. Aufstehen zum 8. Frühstücken. Hier ist Wasser, ey. Los jetzt, komm. Ja, komm gleich. So, kurz vorm Rennen. Schauen wir uns mal die Karten an. Die Jungs bauen noch alle. Richtig nice.
Zwei verschiedene Zahlen hier, Farben. Naja, das ist Tuning, das ist gleich noch. Morgen müssen wir auf jeden Fall hier auch filmen, Alter. Beim Start und Vorstart. Ja, was willst du denn mit dir filmen? Oh! Alter, da bin ich neidisch. Ja. Das, also das. Jetzt so, heute Korkleben. Aber frei. Ja, eine Menge los heute. Raimund, wie war die Nacht? Ja, war sehr gut gewesen. Ja, ja. Jetzt früh Abend war auch sehr lustig, denke ich mal. Alle waren so voll, außer ich. Das Party gespielt so alt. Und jetzt Gewichtsersparung oder? Gewichtsersparung oder was? Ja, ich kontrolliere meinen Look jetzt. Schick. Du musst aber einen Reifen machen und nicht an der Nummerntafel. Ja, wie war deine Nacht so? Einmal frei. Ziemlich warm, aber sonst ging es eigentlich. Leute, gut, wir müssen noch ein bisschen was machen. Dann kommen wir zur Siegerehrung der Lizenzfahrer. Platz Nummer 3 geht an Raimund Wilke. Jetzt gucken wir wieder zu einer kleinen Klasse. Zeig mal das Teil. V-Klasse dort auf Raymond. Raymond haben sie da. Raymond. Oh. Das waren noch nur zwei ADV-Klasse. Oh nein, da bin ich schon ein bisschen neidisch.